Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um selbstgemachte Kerzen gehen, beziehungsweise um eine sehr, sehr günstige Kerzenvariante. Hierzu braucht ihr einfach nur zwei Gläser eurer Wahl oder zwei Behälter eurer Wahl. Da könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Ich hatte jetzt noch diese zwei Glasbehälter, da waren vorher Teelichter mit Sand drin. Aber das ist natürlich euch überlassen. Dann füllt ihr unten etwas Wasser rein. Und in dem Set, was ich euch verlinkt habe in der Infobox, ist auch diese Farbe zum Einrühren mit dabei. Dann benötigt ihr lediglich so ein ganz kleines Stückchen an Küchenpapier. Manche nennen es ja auch Küchenkrepp. Das dreht ihr ganz fest zusammen und steckt das in die Mitte des Plastikteils, was hinterher schwimmt. Und selbst das kleine Stück, was ich mir abgerissen habe von dem Papier, selbst das war noch zu groß. Also ihr braucht da wirklich nicht viel von. Dann braucht ihr noch Speiseöl. Das ist ganz euch überlassen, welches ihr benutzt. Das hat auch keinerlei Beeinträchtigung, was die Brennwirkung angeht. Da könnt ihr ganz billiges nehmen. Das schwimmt natürlich auf dem Wasser oben. So sollte es auch sein. Und der Vorteil an diesen Kerzen ist, auch wenn das Öl weitestgehend abgebrannt ist, zieht der Docht praktisch dann das Wasser, was darunter ist, an und somit geht die Flamme dann aus. Also das ist eine sehr sichere Variante, da kann auch nichts irgendwie dann in Flammen aufgehen. Auch das Öl oben erhitzt sich durch das Wasser darunter nicht so arg, dass sich das selbst entzünden könnte oder so. Aber dementsprechend muss dann natürlich auch eine gewisse Dicke oder beziehungsweise eine gewisse Menge von Wasser vorhanden sein, damit genau das nicht passiert. Und der Docht brennt auch nicht ab, solange er genug Öl zur Verfügung hat, was dann stellvertretend für den Docht abbrennt. Und dadurch, dass ihr die Kerze immer wieder nachfüllen könnt und wirklich günstiges Speiseöl verwenden könnt, habt ihr eigentlich so gut wie null Kosten. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Idee noch etwas weiterhelfen und das Video hat euch gefallen.